Okay, einen Trank setzt du also ein. Der Herr braucht einen Trank gegen uns. Oho. Hallöche, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Beim letzten Mal haben wir ja eine ganz schöne Klatsche bekommen von Kate. Und, eine sonderliche Strategie habe ich jetzt gegen sie nicht wirklich in der Hand. Ich muss gucken, dass ich dieses Kamalm irgendwie droppen kann. In der Init, im Angriff. Ich muss gucken, wie ich das mache. Ich habe meine Pokémon auf Level 23 trainiert, wie ihr das sehen könnt. Und, Mikro ein bisschen näher. So, und wir werden die Sache jetzt ein kleines bisschen anders angehen lassen. Ich werde mit Cookie diesmal leaden. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber Cookie dürfte Goldini und Picuda eigentlich gut rausnehmen können. Dass der Rest irgendwie noch da ist für dieses Kamalm. Ey. Gut, wir gehen rein. Müssen wir die Mission nochmal machen? Wenn ja, doof. Wenn nicht, oder können wir direkt zu Kate? Das wäre natürlich jetzt ideal. Ich habe den Text natürlich jetzt nicht gelesen. Wir können direkt zu Kate durch. Gut. So, Versuch Nummer 2 gegen Kate. Ja, die Wasserarena wird unsere Nemesis. Ich habe auch im Pokédex gesehen, Kamalm ist ein Wassergesteinstyp, was die Sache jetzt nicht gerade einfacher macht. Also ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht jetzt im Pokédex. So. Willkommen, Arena-Challenger. Ja. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musst. Ja, so, ja. Das kennen wir ja schon. Gut. Kate. Numero, also Revanche-Kampf. Es wird trotzdem hart. Es wird sehr, sehr hart. Die Musik wieder ein bisschen leiser. So, ist glaube ich okay. Alles klar. Kate. Wir gehen rein. Goldini ist der Lead, natürlich. Ne? Wir leaden diesmal mit Cookie aus dem ganz einfachen Grund, weil ich denke, dass Cookie eine Wasserattacke tanken wird und dadurch die Init drastisch steigt. Damit kann es eine Menge ausrichten. Wir gehen sofort mit der Antika rein und hoffen, dass der Omni-Boost durchkommt. Es ist noch nicht schneller als Goldini. Sollte es aber jetzt sein. Komm, Omni-Boost wäre super. Macht die Hälfte. Wir versuchen noch eine Antikraft. Wir sollten jetzt schneller sein. Wir sind schneller. Oh ja. Volltreffer. So, Picuda. Ich erwarte jetzt eine Wasserdüse. Das heißt, wir sind gleich auf plus 6 Init. Wir drücken hier weiter die Antikraft und hoffen auf den Omnibus. Das drückt keine Wasserdüse, sondern Whirlpool. Und verfehlt, Gott sei Dank. Vorletzte Antikraft. Jetzt kommt die Wasserdüse. Die tut weh. Überleben wir. Achso, Dampfantrieb wirkt nur einmal. Schade. Ich dachte, wir gehen auf plus 6. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Pokémon über für dieses Kamalm. Eins habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Dass Cookie hier so viel macht, wundert mich selber. So, wir sind schneller als das Ding, ne?
versuchen mit dem... Ach nee, komm, wir gehen mit Antikraft rein. Verwandeln wir das Stadion mal mehr an. Deine Maximilian. Kate ist schon... Die ist eine Herausforderung. Da kommt das Kamein. Und wenn sie Wasserattacke einsetzt, hatten wir Regentanz draußen. Wir warten, bis es wieder klein ist und versuchen irgendwie eine Feuerattacke rauszubekommen, um Sonntag rauszukriegen. So, natürlich fünfmal eingesetzt, kein Omniboost. Das ist natürlich so semi-gut. So, erste Runde, Dynamax ist vorbei. Cookie hat einen sehr guten Job geliefert, ne? Also Cookie war echt gut. Und es fängt an zu regnen. Was die Sache jetzt nicht einfacher macht. So, droppen. Wir setzen Qualy an der Stelle ein, um einfach zu stallen. Qualy wird keine Attacke überleben. Qualy wird auch hier nichts machen können, ne? Also Qualy ist zu langsam. Aber noch eine Runde Dynamax für sie vorbei. Das heißt, eine Runde kommt noch. Und wir gehen an der Stelle auf Taya. Aus dem ganz einfachen Grund. Taya hat eine Prio. Und zwar... nicht mehr die Kulleraugen. Die hat nämlich Fiui drauf. Das ist natürlich jetzt doof. Taya ist nicht schneller, ne? Also wir versuchen nochmal den Aussetzer. Nein, Taya ist nicht schneller. So, ist aber Giga Dynamax ist vorbei. Ich dachte, Taya hätte Prio. Gut, Fehler von mir. Wir müssen irgendwie den Regen stallen. Und deswegen setzen wir hier Fury ein. Überlegt Fury eine Kalkklinge von dem Ding. Eine Kalkklinge im Regen. Sehe ich nicht. Deswegen hier die Kulleraugen. Um den Angriff zu droppen. Kalkklinge. Selbst im Angriffsdrop keine Chance. So, Regen ist jetzt aber schon ein paar Runden draußen. Jetzt muss Taylor Gas geben. Taylor sehe ich hier als einzige Win-Condition. So, wir gehen sofort in die Dynamax-Form und setzen einen Wall ein, um eine erste Attacke zu tanken. Um den Regen auszustallen. Kalkklinge tanken wir. Es hört auf zu regnen. Das könnte jetzt unsere Chance sein. Wir gehen als erstes für einen Deiner Brand, um die Sonne rauszuholen. Um Wasserattacken abzuschwächen. Ein Sonnenlicht wird stärker. Kalkklinge. Saubert. Das war gut. Leider ist der Verteidigungstrop nicht so doll. Aber wir gehen jetzt zum Schluss noch für eine Deiner Faust, weil Kampfattacken sind stark gegenüber Gesteins-Pokémon. Und das könnte vielleicht jetzt unser Sieg sein. Nein, ist es noch nicht. Aber wir steigern den Angriff von Taylor. So, Taylor wird jetzt leider wieder klein. Kriegt noch den Verteidigungstropf. So, und jetzt muss leider der Doppelkick ausreichen. Weil ein Trank sehe ich nicht, weil eine Kalkklinge in minus 2 Verteidigung
ist bitterböse. So, der Doppelklick, Doppelkick, nicht Klick, der muss jetzt reinknallen. Komm. Ja! Ja! Tyler! Das war unsere Strategie. Oh! Mit Feuer-Pokémon Kate besiegt. Okay, willst du Agilität lernen? Ja, wenn dann also... Lass mal den Heuler vergessen. Oh, Strategie ging auf. Oh, wir brauchten aber alle unsere 5 Pokémon gegen Kate. Ja, da ärgert es sich. Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Oh. So, wieder ein bisschen lauter machen. Warte, Moment. So. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Ja. Diesen Arena-Orden, hier habt ihr euch redlich verdient. Guter Kampf, Kate. Guter Kampf. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 30 fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuer-Arena-Leiter. So stark ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Jo. Herzlichen Glückwunsch zu seinem Sieg gegen Kate Orange. Als Anerkennung deiner Leistung erreicht ihr diese TM, bitteschön. Wir halten die TM Whirlpool. Okay, Whirlpool ist jetzt so lala. Können wir eh nicht einsetzen? Das hier wird 4 bis 5 Runden in einer Wasserhose gefangen. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du noch als Geschenk obendrauf. Nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du und deine Pokémon es auch schaffen werdet. Also, das war eine Herausforderung, definitiv. Was für ein Kampf. Ja, und Tyler hat es wirklich gerissen. Da haben wir den Vorteil ausgenutzt, dass Kamalm auch ein Gesteins-Pokémon ist, weil dadurch wurde der Doppelkick sehr effektiv. Eine andere Chance habe ich dann nicht mehr gesehen. Aber es war trotzdem sehr eng. Präsident Rosé erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht, hier in Kelton. Hier hast du seine Ligakarte mit seinem Foto, nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Als ob. Rosé. Gut. Der Ligapräsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Das machen wir. Also die Olivia mag ich nicht so sehr. Rosé feiere ich ein bisschen. Der ist schon nice. Ligakarte. Gucken wir uns das mal an. Das Rosé. Okay. Ja, ich habe meine Ligakarte auch ein bisschen geändert, wie ihr sehen könnt. Ne, so mit der Jacke, neue Umrahmung und neuen Glanz. So. Alles klar. Dann gehen wir mal zu Rosé. Oh, es dämmert. Ist eigentlich schön, ne? Also, mag ich. Nee, hier rum geht's nicht zum Restaurant. Alles klar, dann, speisen wir mal mit dem Präsidenten. Was bist du denn eigentlich? Sehr wohl. Okay, du bist ein sehr wohl. Willkommen im Restaurant Wellenflucht. Okay, da hinten sind sie.
Kann ich nicht mit dem Koch reden hier? Nein. Wen haben wir hier? Präsident Rosé kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen wir alle Bescheid. Und der hat eine super Aussicht hier zum Stadion. Ah, Röntchen, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ja, Sania ist auch da. Ach was, dich hat er also auch eingeladen. Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. Kelton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolia? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolias Forschung, ich weiß, sie heißt anders, aber ich nenne sie so, über die Wunschsterne wäre es nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an die Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor. Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten also, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galarpartikeln Pokémon Dynamaximiert werden können. Okay, boah, Alter, ist das ein Grammatik, ey. Aber dass Professor Magnolia so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sania, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Kloss City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte der Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sania Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mein Drängen, Rosé, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Aber ich hatte noch gar keine Chance, mit Aurönchen zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Oh ja, das sagst du was. Hier, nimm diese Belohnung als TM. Heimzahlung. Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in einer vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Alles klar, auf jeden Fall, wir haben den Wasserorden und... Oh, das war ein Kampf, Mann. Du hast jetzt den Pflanzen- und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, den Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galarmine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Kabu nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galarmine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Ja, Galarmine 1 und Galarmine 2, die Namen sind ein bisschen ne? Also sehr einfallslos. Aber mal gucken. Wir gucken uns doch mal um. Boah, Cookie hat einen mördermäßigen Job geliefert in der Arena.
als Feuergesteinstyp hätte ich das nicht gedacht. Aber okay. Es wird auf jeden Fall schon dämmerig. Der Leuchtturm erstrahlt auch schon. Gut, und wir können jetzt dann hier durch, ne? Ja. Ja, da fand ich schon ein bisschen niedlich. So ein bisschen. So, Galarmine 2. Was haben wir hier? Wir haben Bitora, wir haben Reißlaus, wir haben dieses Wasser-Pokémon. Kamihaps. So. Du schon wieder. Ach, Betsy ist wieder da. Kämpfe gegen minderwertige Trainer, Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Boah, ist das ein eingebildeter Fatzke, Alter. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Dein Homebaum. Ich wurde vom Liga-Präsident José persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Na, Betsy? Was setzt denn ein? Du hast mittlerweile 4 Pokémon. Okay. Monotyto. Das kennen wir doch schon von dir. Aber wir haben hier Cookie, der in der Wasserarena schon aufgeräumt hat. Und der dürfte hier null Probleme haben. So, wir setzen als erstes eine Nitro-Ladung ein, um unsere Inne zu stärken. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht. Aber, okay. Psy-Strahl. Alles klar, und jetzt kommt eine Antikraft. Und vielleicht kommt jetzt mal der Omnibus. Sieht nicht so aus. So, Molly Morba hast du mittlerweile. Ah ne, das ist doch das, das ist na, die Weiterentwicklung gewesen. Morbites war die höchste Stufe. Wir werden es nochmal sehen. Gut, wir setzen mal eine Antikraft ein. Kein Omnibus, das ist wirklich... Wir haben Pech damit. Gut, dann müsste der Felswurf jetzt hier reichen. Also Cookie macht hier einen Alleingang. Dumm. Weg. Primova, das kennen wir auch schon. Auch ein Psychotyp. Wir versuchen es nochmal mit der Antikraft. Einfach mal nochmal reingehen. Da wir nun schon kämpfen, könnte ich auch ein paar neue Attacken ausprobieren. Ja, dann mach das mal. Psy-Strahl ist keine neue Attacke. Die hast du vorhin schon zweimal gezeigt. Einmal getroffen. Ist doof. Okay, Cookie kriegt langsam ein Problem. Wir gehen raus. Ne, wir gehen noch nicht raus. Cookie ist jetzt doch gerade schneller. Cookie nimmt erstmal das Ding kaputt. Und zwar mit Antikraft. Nimmt erstmal das Ding kaputt. Das ist... Okay, einen Trank setzt du also ein. Der Herr braucht einen Trank gegen uns. Oho. Gut. Zweite Antikraft und tschüss. Der Herr braucht einen Trank. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Ehe getrieben hast. Was setzt du da ein? Ein Galaponita. Okay, was war das jetzt? Psyche oder Fee? Wir setzen hier mal Felswurf ein.
Konfusion. Es ist schneller. Ah, es ist natürlich bitter für Cookie. Er hat einen Galaponita. Wie regeln wir das? Wir setzen mal Qualia ein und checken mal, was für einen Typen das jetzt wirklich hat. Also Fee oder... Also das ist My Little Pony in Pokémon, aber das ist also Psycho oder Fee, eins von beiden. Und der Käferbiss wird zeigen. Okay, jetzt beherrscht auf jeden Fall Psycho-Attacken. Ja, ein Psychotyp. Okay. Na, Betsy? Haben wir es dir gezeigt, ne? Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Ich glaube, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Na, die Ligakarte von Betsy. Hi. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehe. Hab viel Spaß damit. Ne? Geh immer deine Pokémon heilen im Pokémon Center, die haben es nötig. Da gucken wir uns doch mal die Ligakarte von Betsy an. Also du bist... Die ist nicht so... Also, du hast schon mal eine Unterschrift, okay. Aber ganz ehrlich, ja, da sieht Hobbs Liga-Karte schon mal... Ja, okay, nicht allzu sehr besser aus, aber unsere Liga-Karte, die sieht schon mal schön aus. Als deine. So, Alter. Betsy, Alter. Für mich ist und bleibt er einfach Betsy. Wir heilen mal unsere Pokémon. Haben wir noch... Ja, wir haben noch Beleber. Schön. Supertränke haben wir auch geholt. Das willst du hier weg? Moment. So. Und wir heilen Qualy. So, ich denke... Das wird für heute reichen. Oder ist noch ein EMF? Oder FM? Bevor wir jetzt hier die... Schallenos sehe ich da hinten auch noch. Bevor wir jetzt hier die Galarmine 2 weiter erkunden, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ne? Das machen wir beim nächsten Mal. Und ja, danke fürs Einschalten. Euch noch einen schönen Tag und bis dann. Euer Aurelchen. Ciao. Knopf finden.